Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Opening. Heute öffnen wir ein ganzes Display Force of the Breaker Special Editions und was wir da ziehen werden, das erfahrt ihr nach dem Intro. So, da wären wir. Wir haben eine Menge Verpackungsmaterial. Genau, ich habe auch noch beim lieben Erik einiges an so diesen ganzen Holdern gekauft. Ja, also hier ist wirklich eine Menge drin. Das interessiert uns jetzt aber nicht. Dann haben wir, was haben wir hier noch? Screwdown Holder. Abfall. Einen Bonus, der in einem Schuhkarton ähnlichen Karton, der allerdings etwas kleiner ist. Zumindest schauen wir uns den Schluss an. Und last but not least die Ware. Und zwar haben wir hier einmal die Special Edition The Lost Millennium, die machen wir auch ganz am Ende auf. Und dann haben wir hier das Display mit Force of the Breaker Special Editions. Wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder. So, hier haben wir das Baby. OVP, also das Display an sich nicht. Ihr seht, hier ist die Folie weg. Allerdings sind die Special Editions innerhalb dieses Dingens hier alle original verpackt. Er hat noch ein zweites, da ist auch die Folie außenrum. Falls ihr Interesse habt, schaut auf Cardmarket. Elik. Super Dude, super Preis, holt's euch ran. Ich wollte auch zuerst die Original verpackt, aber ich dachte mir dann auch, warum eigentlich, machst du eh auf, wäre es ja viel zu schade, wenn er schon ein zweites sowieso schon offen ist. Also ihr seht, Verpackung ist hier offen, das ist nicht das Thema, aber hier innen drin, die sind alle hier original verpackt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ding jetzt hier erstmal an. Wir haben die Force of the Breaker Special Edition. Hier oben steht schon, enthält zwei Packs Force of the Breaker und ein Pack Invasion of Chaos. Das heißt, wir haben hier gute Chancen, was zu ziehen. Invasion of Chaos, eins der besten Packs der alten Tage. Wir hatten Chaos Imperator, Drachen Secret, BLS und so weiter und so fort. Wäre cool, aus Force of the Breaker würde ich mir natürlich so Karten wünschen wie Vulkanisches Verdammnis Feuer Ulti oder die Harpienköniginnen Ulti. Mega fett wäre das. Genau. Ansonsten haben wir hier zwei brandneue Promokarten in Super Rare, nichts Besonderes. Die Phantomidechse und das geflügelte Nashorn. Also das sind wirklich Promokarten, die ich jetzt nicht so prickelnd fand. Und hier oben haben wir auch einen schönen Text. In einem Land, das für den Rest der Welt unerreichbar ist, bildet die beste Duellantenhochschule Duel Academy vielversprechende junge Duellanten zu ihrem vollen Potenzial aus. Und noch weiß die Schule aber nicht, dass sich alles mit der Ankunft des größten Duellanten überhaupt ändern wird. Leg los und spiel. Ja, die Art von Special Editions mochte ich lieber mit dieser Sichtfolie hier, mit diesem Ding. Hatten die ja früher nicht. Es ist so, ich soll hier ein paar Special Editions heile lassen für einen Kollegen. Dementsprechend mache ich hier die ersten drei vorsichtig auf und den Rest zerfleddern wir. So, wir haben als Promo die Phantomidechse, ja. Ist ja jetzt nicht so, als hätte ich die beiden Promos nicht schon 20.000 Mal. Aber gut, wir haben sie und legen sie zur Seite. Und wir haben natürlich das Invasion of Chaos Booster sowie die beiden Force of the Breaker Booster. Ich würde sagen, das Invasion of Chaos Booster machen wir zum Schluss auf und fangen an mit Force of the Breaker. Ich werde jetzt hier nicht großartig auf die Karten eingehen, weil das Booster ist uralt, wir kennen das alle. Ich werde hier recht flott durchgehen, um eben auch zu gewährleisten, dass wir hier nicht schon wieder 35 Minuten da sitzen.
Oder vielleicht sind, wahrscheinlich sitzen wir eh wieder. Es ist doch immer so, Leute. Es ist doch immer so. Wir sitzen eh wieder 35 Minuten da. Also. Wir haben Feldbarriere. Kristallreigeki. Kristallungeheuer mit Testkatze. Mit dem Rücken zur Wand. Als Rare ausgelöste Beschwörung. Kristallungeheuer Kobaltadler. Schmuckstein Blitzenergie. Durchbruch. Und den Magnahief-Drache. Dann geht's weiter mit Booster Nummer 2. Boah, gehen die leicht auf wie Butter. Holy moly. Wir haben mit dem Rücken zur Wand die A-Zellen, der A-Zellen-Brutkasten, vulkanischer Zertrümmerer, schlechter Handel, Go-Go der galante Ninja als Rare, dann Durchbruch, Magnahieb-Drache, Glutbeschleuniger und Massenhypnose. Wir kommen zum Invasion of Chaos Booster. Mal gucken. Boah. Das will sich nicht aufmachen lassen hier. Ach, geht doch. Wir haben Ojama Delta Hurricane. Wiederverwertung. Die Geburt eines Helden. Das Känguru. Oh, eine Super Rare. Engagement durch Licht und Finsternis. Sehr schön. Geile Sache. Legen wir uns natürlich raus. Dann gelb glänzendes Schild. Brennende Algen. Schwarzer Ojama und Mantel der 10.000 Hände. Das ist tatsächlich eine gute Kammen. Eine sehr gute Kammen. Die legen wir uns auch mal raus. Allerdings lege ich die guten Kammens, die lege ich mal so oben hin. Gut. Dann Special Edition Nummer 2. Auch die müssen wir noch vorsichtig aufmachen. Ja, Promokarte, geflügeltes Nashorn. Ja, haben wir das auch mal gesehen. Und schauen wir mal. Ja, die erste Special Edition war, zumindest was Force of the Breaker angeht, kein Erfolg. Schauen wir mal, ob es jetzt besser wird. Wir haben Tornado. Einführung in die Galanterie, genau. Seismischer Schlitzer. Feldbarriere. Und Kristallungeheuer Topastiger, der wäre in Ultimate natürlich auch nicht schlecht. Maiku, Meister der Barrieren, Kristallsegen, hart falschender Zombie und Gravi-Stoßdrache. Denn haben wir Nummer 2. Seismischer Schlitzer, Feldbarriere, Kristallreigeki, Kristallungeheuer Amethystkatze. Ceradias, Herold des Himmels, Haarfeischender Zombie, Gravi-Stoßdrache, Wildes Feuer und Kristallsegen. Invasion of Chaos. Komm schon. Komm schön. Wir haben Gora-Schildkröte der Illusionen, Jade-Insektenpfeife, Heiliger Kranich, Verfluchtes Siegel des verbotenen Zaubers, Ultra-Evolutionspille, Seelentiger, Inferno, DNA-Transplantat und der Schlangenkämpfer der Dunkelheit. Das war wohl nichts. Dann die nächste Special Edition. Die Phantom-Eidechse. Erstes Booster, Force of the Breaker. Mit dem Rücken zur Wand, A-Zellen-Brotkasten, vulkanischer Zertrümmerer, schlechter Handel und wieder Ceridias, wildes Feuer, letzte Zuflucht, Kristallungeheuer Bernstein-Mammut und Kristallüberfluss. Das Herz der Karten ist heute nicht mit uns, habe ich das Gefühl, Leute. Wir haben Geheimnis des Galanten,
Vulkanischer Sprenger, Tornado. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Einführung in die Galaterie. Die Glücksaxt, Glückseisenaxt, Durchbruch, Magna Hypdrache, Glückbeschleuniger, Massenhypnose. Leute, was los? Was ist los? Komm, Invasion of Chaos. Auf geht's. Naja, auf geht's im wahrsten Sinne. Wir haben Amphibischer Bukrott, MK3, Ruikoki, Energieverlust, Chaoshexer, auch gute Kamen, Rasender Kampfochse als Rare, Reparieren, Sophie, Unterweltler Sandspiegel und der Kaminrote Ninja. Oh Mann. Also, nächste Special Edition, die vierte Special Edition. Wir sind kurz vor der Hälfte, haben erst eine Holo gezogen, Leute. Erst eine Holo. Das ist Kacka. So, wir haben die Phantomgeheuer-Eidechse. Und dann schauen wir mal. Vulkanischer Streuschuss. Kristallreigeki. Geheimnisse des Galanten. Vulkanischer Sprenger. Oh, nice! Leute, guckt euch das an! Harpienkönigin in fucking Ultimate Rare. So muss das sein, Leute. So muss das sein. Richtig geil. Moin, Alter. Ist das fett. Harpienkönigin in fucking Ultimate Rare. Genau die habe ich mir gewünscht. Jetzt noch Topaz-Tiger in Ultimate und die Welt ist gut. Ohne Witz. Ist das geil. Einfach mal eine Alte gezogen. Weiter so. Weiter so, sage ich. Weiter so. Wir haben Geheimnisse des Galanten, Vulkanischer Sprenger, Tornado, Einführung in die Galanterie und die Glückseisenaxt als Rare Glückbeschleuniger, Massenhypnose und Maiku, Meister der Barrieren. Sowie Kristallsiegen. Invasion of Chaos. Auf geht's. Chaosgier, heimlicher Vogel, war auch mal eine sehr gute Kamen. Das Ding aus dem Krater, Energieverlust und finsterer Triceratops. Nichts Gutes gezogen, scheiße. Reparieren, Turm von Babel und Fenrir, sowie roter Kaminager. Weiter geht's. Oh, so. Ja, wir haben das geflügelte Nashorn. Und dann schauen wir mal. Einführung in die Galanterie. Seismischer Schlitzer. Feldbarriere. Kristallengeheuer Amethystkatze. Und Glückseisenaxt. Die verfolgt mich. Maiku, Meister der Barrieren. Kristallsegen. Hartfalschender Tommy und Gravistoßdrache. Nächstes Pack. Und zwar haben wir Kristallungeheuer Rabinkarfunkel, Kristallverheißung, Vulkanischer Streuschuss, Kristallreigeki und Go-Go der Galante Ninja. Kristallungeheuer Smaragdschildkröte, Kristallleuchtfeuer, Kristallungeheuer Kobaltadler, Schmuckstein, Blitzenergie. Na schön, in Invasion of Chaos muss es rausreißen. Bisher muss ich sagen, also bis auf die Harpie bin ich noch nicht so wirklich glücklich. Ruikoki. Sturmadechse, Dede Grenze, Räumlicher Einbruch, Lekunga, Sophie, Unterweltler Sandspiegel, Geschmolzener Zombie, Seelentiger und ja, das wär's gewesen. Nächste Special Edition. Bei Special Editions ist es ja so, du kannst halt richtig geil ziehen, ja, und du kannst es halt auch richtig verkacken, wie ich hier gerade. Eine gute Karte gezogen, Phantomadechse. Eine gute Karte erst gezogen, insgesamt nur zwei Holos bisher. Das ist that. So, wir haben Azellen Brutkasten, Vulkanischer Zertrümmerer, Schlechter Handel, Bewohner der Drachenhöhlen, ausgelöste Beschwörung in Rare,
Letzte Zuflucht, Kristallangeheuer, Weinsteinermut, Kristallüberfluss, Haarfärschen der Zombie. Versteht ihr, was ich meine? Nächstes Pack. Schlechter Handel. Bewohner der Drachenhöhle. Jenseits die A-Zone. Vulkanische Wiederaufladung. Und wieder Go-Go der galante Ninja. Kristallüberfluss. Halbfalschen der Goblin. Kristallangeheuer Smaragdschildkröte. Und Kristallleuchtfeuer. Rage of Chaos. Oh, noch 4 Special Editions, Leute. Ich krieg langsam Eier flattern. Dass wir hier nichts Gutes mehr ziehen, das wäre echt schade, Mann. Das wäre echt schade. Bei 30 Boostern. Stachelfee. Goblin Trainer. Seelenübernahme. In Fortschurke. Opferlang. Gute Rare. Brennende Algen. Schwarzer Ojama. Ruinen in die Luft jagen. Und Neokäfer. Nächste Special Edition. So. Phantomgehör Eidechse. Force of the Breaker. Also sind die Force of the Breaker Booster gehen auf wie Butter, ne? Kristallreihe-Geki, Geheimnis des Galanten, vulkanischer Sprenger, Tornado und Super Rare, dreifacher Glutbeschleuniger, nice. Die ist auch ganz cool. Ich glaube, die gibt es auch als Ultimate drin, Ultimate Rare drin. So. Dann haben wir Durchbruch, Magna Heat Drache, Glutbeschleuniger, Massenhypnose. Nächstes Pack. Hoppala. Wir haben schlechter Handel, Bewohner der Drachenhöhle, Jenseits der Arztzone, vulkanische Wiederaufladung und strahlende Spiegelkraft. Noch eine Super Rare. Nice. Gibt's auch als Alt hier in dem Set. Da wäre es mir auch wesentlich lieber gewesen. So. Dann haben wir letzte Zuflucht, Kristallungeheuer, Bernsteinmammut, Kristallüberfluss, hartfeilschender Goblin und schlechter Handel. Dann Invasion of Chaos. Komm, da ziehen wir jetzt den Secret der Chaos Imperator Drachen. Wer doch gelacht. Wer doch gelacht. Oder einen schönen BLS. Wir haben Goblin Trainer. Herrscher des Gifts, Seelenübernahme, Hinfortschurke, Fuma Shuriken, Stolpern, Schwarzer Ojama, Ruinen in die Luft jagen und der Neokäfer. War wohl nichts. So. Ach ja. Ich bin halt einfach kein Lacker, was sowas angeht. Einzelpacks ja, aber sobald ich irgendein OVP-Produkt aufmache, kriege ich immer den größten Mist zugesendet. Dann Phantomgeheuer Feldzeitechse. Ei, ei, ei. Wir haben Geheimnis des Galanten, Vulkanischer Sprenger, Tornado, Einführung in die Galanterie und Super Rare Himmelsplage in Vinciel. In Vinciel. Ja, warum nicht Alti? In Alti könnte ich die noch gut gebrauchen. Magna-Hit-Drache, Glutbeschleuniger, Massenhypnose, Maiku, Meister der Barriere. Nächstes Pack. Tornado, Einführung in die Galanterie, seismische Schlitzer, Feldbarriere. Und die nächste Super, Himmelsplage Norella, Setzregen und Zaberholos hier. Auch gut. Massenhypnose, Maiku, Meister der Barriere, Kristallsegen, hartfeilschender Zombie. Invasion of Chaos. Komm schon. Chaos Imperator Drache. Chaos Imperator Drache, sag ich. Ojama Delta Hurricane. Wiederverwertung. Geburt eines Helden. Des Känguru. Nice. Insektenprinzessin. Das Ultra Rare. Ist ja geil. Schade, dass ich von der schon 9 Stück habe. Aber Insektenprinzessin, endlich mal eine schöne Ultra. Ja, es war zwar nie die Karte, die man unbedingt daraus ziehen wollte, aber es ist eine sehr schöne Karte. Wirklich toll. Können wir auch mal rauslegen.
Schwerelosigkeit, Chopman, der verzweifelte Gesetzlose, Anti-Flugzeug, Blume und gelbglänzender Schild. Vorletzte Special Edition. Tomaidechse, hätte es gedacht. Denn das ist das Pack der vorletzten Special Edition. Sarai GG, Rückhandwand, Arzen, Brutkasten und Ultra Rare, Seltenheitswert. Geil. Ja, die hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß nicht, geht die was? Ich glaube nicht, ne? Aber die sieht geil aus. Richtig cool. Schöne Edelsteine. Nice. Das ist eine schöne Karte. Wildes Feuer, Kristallsegen, hart feilschender Zombie und der Gravistoßdrache. Zweites Pack, kann ruhig so weitergehen. Gell, Konami? Boah, schaut euch das mal an hier. Das geht ja gar nicht. Hoffentlich ist die Holo-Heil, wenn er da drin ist. Mit dem Rücken zur Wand. Azellen, Brutkasten, vulkanischer Zertrümmerer, schlechter Handel. Reizer der Sturmmonarchen, Super Rare. Jetzt geht's aber los hier. Geil. Reizer, ja, gibt's auch ein Ultimate aus dem Set. Hartfeilschender Zombie, Gravistoßdrache, wildes Feuer, letzte Zuflucht. Ja, moin. Oh, jetzt hätte ich hier fast das nichts aufgemacht, aber haben wir noch eine Invasion of Chaos. Komm schon. Chaos Hexer, gute Kamen, Gora Schildkröte, Jadensekt, Heiliger Kranich und Kettenverschwinden Rare, Griffons Federwisch, Inferno, Borganien, DNA Transplant und das war's. Letzte Special Edition. Oh. Phantomgeheuer Felseidechse. Mal wieder. Ich glaube, ich habe fast nur die Felseidechse gezogen, fast keinen Nashorn, ne? Eieiei. So, Tornado, Einführung in Galanterie, seismische Schlitzer, Feldbarriere. Oh, wow! Nice, Leute, guckt euch das mal an. Ultra Rare Kristallungeheuer Saphir Pegasus. Meines Wissens nach ging die sogar ein bisschen was. Die gibt es hier auch in Ultimate Rare drin. Die ging sogar ein bisschen was. Richtig nice, Leute. Jetzt zum Schluss, jetzt hagelt es auf einmal hier Holos oder wie? Ist das geil. Schaut euch das mal an. Dann Glutbeschleuniger, Massenhypnose, Maiku, Meister der Barrieren, Kristallsee. Geiler Scheiß, Mann. Nur aus Invasion of Chaos würde ich mir noch was richtig Krasses wünschen. Vulkanischer Sprenger, Tornado, Einführung in die Galanterie, können wir mit einer Ultimate Rare enden, das wäre schön. Secret Rare Diabolos, König des Abgrunds, Leute, was geht denn ab? Wir ziehen aus jedem Scheißpack eine Holo mittlerweile. Diabolos, König des Abgrunds. Wie geil ist das denn? Wie fucking geil ist das denn? Junge! Alter! Dann haben wir die Massenhypnose. Maiku, Meister der Barrieren, Kristallsegen und hartfeilschender Zombie. Nice. Und jetzt kommt jetzt noch aus Invasion of Chaos. So zum Abschluss, so eine richtige Bombe. Ja? Erst noch so eine richtige Bombe. Komm schon. Kriegen wir doch hin. Stachelfee, Goblin Trainer, räumlicher Einbruch, Kringen, Chaos Imperator Drachen, Drillago. Drillago und Rare. Gelb glänzender Schild, brennende Algen, schwarzer Ujama und nochmal Manju. Das ist cool. Das ist schön. Nochmal Manju zum Schluss. Top!
Jetzt mache ich hier einen kurzen Cut und dann machen wir die Special Edition von The Lost Millennium noch auf. Die The Lost Millennium Special Edition. Und hier haben wir die Chance auf eine von vier guten Promokarten. Ende von Anubis, Devil May Cera, Chaos Imperator Drachen noch ein. Ich hoffe auf den Chaos Imperator Drachen. Und es ist Devil May Cera. Ich krieg immer Devil May Cera, wenn ich sowas mache. Immer. Ah, das ist wenigstens eine schöne Promo. Die können wir sogar hinlegen, die finde ich cool. So, dreimal The Lost Millennium, Leute. Dreimal The fucking Lost Millennium, wenn ich es mal aufkriegen würde. So, wir haben... Boah, Alter. Die Karten riechen gut. Heater, die Feuerverzauberin. Stufenumwandlungslabor. Elemental Clayman. Eria, die Wasserzauberin. Und Kreos Wings als Rare. Dann haben wir uneindringliche Formation. Weißer Ninja. Dummy Golem und Doppelangriff. Ja, die Chance, dass wir jetzt aus der Special Edition was Krasses ziehen, ist ziemlich gering. Ne? Aber vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. So. Dann haben wir Picaros zweiter Gedanke, Death Wombat, Moaya Fangkanon, Elemental Burst Tinnitrix, Ultra Rare, Receive die finstere Existenz. Ja, nice. Ja, nice, Leute. Wir haben tatsächlich noch eine Holo draus gezogen. Ist das nicht fett? Verlorener Wächter, Grabköder, König der Totenkopfdiener und unerträgliche Formation. Ich dachte ja, um ehrlich zu sein, dass das nichts mehr wird, sozusagen. Letztes Pack. Komm schon. In Ultimate Rare, den antiken Antriebsgolem, das wird doch drin sein. Batterieaufladung, Felsbombardierung, Moai Abfangkanon. Ultimate Rare, Heracus Wings, Alter, geil, das ist halt tatsächlich noch ein schönes, eine schöne Special Edition gewesen, zwei Holos aus drei Boostern, was will man mehr, geile Scheiße, es war zwar nicht die Karte, die ich wollte, aber wenigstens die Rarität, Ultimate Rare, Heracus Wings, ist das nicht fett? Haben wir noch König der Totenkopfdiener, Minigolem, Grabköder und Assa, die Erdverzauberung. Ja. So, das soll es gewesen sein. Wir haben jetzt aber noch einen kleinen Bonus, den wir uns anschauen wollen, aber wir machen zuvor das Recap. So, wir haben gezogen, die Promos lasse ich jetzt mal weg, als Highlight die Harpienkönigin, dann die Heracus Wings in Ultimate Rare, Diabolos, König des Abgrunds als Secret Rare, sehr geil. Dann Kristallungeheuer Saphir Pegasus, Reshief, die finstere Existenz. Dann Insektenprinzessin. Dann die oh Gott, Seltenheitswert. Dann das Super Rare, Himmelsplage Norellas, Himmelsplage Invincil oder Invincil. Dann Reizer der Sturmmonarch, strahlende Spiegelkraft, dreifacher Glutbeschleuniger, Engagement durch Licht und Finsternis und zweimal die Kamen Manju der 10.000 Händel. Wirklich, wirklich geil. Ich bin im Nachhinein doch zufrieden. Natürlich habe ich nicht den Wert rausgeholt, den ich bezahlt habe. Aber das wusste ich von vornherein, darauf kommt es auch nicht an. Jetzt wollen wir uns aber angucken, was wir noch als Bonus mitbekommen haben, oder? Das ist der Bonus. Ich bin gespannt. Machen wir mal auf. Was zum... Ja, geil. Sisters of the fucking Rose. Als deutsche Erstauflage. Erik, Alter. Erik. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Da machen wir ein extra Opening draus, oder? Genau.
Da machen wir ein extra Opening draus. Leute, es hat mich gefreut. Es war geil. Wir haben noch ein Display bekommen, das wir jetzt im nächsten Video aufmachen werden. Ich würde sagen, vielen Dank an dich, lieber Erik. Das ist geil. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja. Ich habe mit ein paar Karten gerechnet oder so. Oder vielleicht mit einem Champion Pack Booster, aber bestimmt nicht mit sowas. Super, super geil. Ich danke dir tausendfach. Ja. Richtig nice. Wir sehen uns zu einem weiteren Opening. Bis dann, macht's gut und haltet die Ohren steif.